freie Fernsehsender FS1 und RippleTV präsentieren auf euren Internet-, Kabel- und Satellitenfernsehen aus Salzburg das OpiDoc Medienfestival von Klaus Glatzel. Ja, und jetzt Musik aus und Mikrofon ist offen. Ja, wir sind wieder zurück und jetzt geht's um den Turtle Medicine Man aus Vorarlberg mit der Sabine. Wird in Englisch und Deutsch gehalten, übersetzt. Also für die Englisch sprechenden sowie die Deutschen ist es dementsprechend zu verstehen. So, jetzt habe ich einen Zungenbrecher gehabt und ich schaue mal, wo der Key ist. Da ist er schon. Und ich übergebe einfach schon mal dir das Mikrofon. Ne? Du brauchst noch ein bisschen? Ja, er braucht noch ein bisschen. Und ja, jetzt ist er da. Ich schalte mal um und sage viel Spaß. Vielen Dank, Klaus. Ja, es neigt sich langsam zu Ende. Der erste Tag hier beim Radio OkiTalk Medienfestival. Und nun zum Abschluss noch ein sehr tolles und spannendes Thema. Wie gesagt, noch ist Zeit, wir haben Plätze, ihr könnt über Facebook auf den ganzen sozialen Medien alle eure Freunde aktivieren, dass sie jetzt noch kommen, weil es wird sehr, sehr spannend. Wir dürfen uns über einen Vortrag freuen von Medicine Turtle Cherokee. Er wird uns sehr, sehr viele Einblicke und tolle Geschichten erzählen. Wahrscheinlich auch wird es uns zu einem besseren Verständnis, was gerade auch in Amerika passiert. Und ich bin schon unglaublich gespannt und lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, begrüßen wir mit einem kleinen Applaus hier beim ersten Radio OkiTalk Festival Medicine Turtle Cherokee. Viel Spaß, enjoy it! Aho. Aho. Maybe a little bit of the static there. Can you hear us back there, Klaus? Kannst du ihn hören? Okay. All right. So glad to be here for invitation from OkiTalk. Also, ich bin sehr glücklich darüber, hier sein zu dürfen von der Einladung von OkiTalk. Appreciate it. It's been a long, long trip, and er hat einen langen Weg hinter sich, aber er ist jetzt froh hier zu sein. So we're gonna sing a little song, and then we're gonna get started. Er wird jetzt einen Song singen, weil es so in der indianischen Tradition üblich ist, zuerst mal singen, sich einstimmen. Okay. And that happens to be a special song that I wrote for OkiTalk. Das ist ein spezieller Song für OkiTalk. It means that they are very powerful, good people. So. Also, es heißt, dass ihr sehr starke und powerful, also Persönlichkeiten seid. I'm Medicine Turtle. I'm from the Appalachian Mountains of Kentucky. Er ist Medicine Turtle und er kommt aus den Appalachian Gebirge in den Kentucky. I work with several non-profit organizations in Europe and in the United States. Er hat schon mit mehreren gemeinnützigen Vereinen, also non-profits in Europa und in Amerika gearbeitet. And one of these organizations is Henry Red Cloud's Renewable Center. Und eine von dieser Organisation ist das Renewable Center von Henry Red Cloud in Pine Ridge, South Dakota. Who happens to be the grandson of the famous Lakota War Chief. Und er ist der fünfte Generation Nachfahre vom legendären War Chief Red Cloud. And we do have plans that he will be on tour in Europe in 2018.
Also im November 2018 werden wir ihn und seine Frau wieder nach Europa bringen. Da wird er seine Projekte vorstellen und ja, wir freuen uns natürlich auf Leute, die was organisieren wollen und dabei sein. Ja, yeah, so one of the brief other things that he will be traveling with, the cousin of the holy pipe carrier of the Lakota Nation, Mr. Arvel Looking Horse, which is the most recognized name of Native Americans. His cousin is traveling, which is Henry Red Cloud's wife, to Europe. Die Frau von Henry Red Cloud ist Gloria Red Cloud und sie ist die Cousine von Arvel Looking Horse. Und ist praktisch der weiße Pipe Keeper, also ist der Letzte, der die weiße Büffelkalbpfeife haben darf. Und somit gehen dann die ganzen Prophezeiungen in Erfüllung. The seventh generation. We have established also a non-profit organization in Austria. Also wir haben jetzt zusammen eine Non-Profit in Österreich gegründet. Papier. The website is? Die Webseite ist www.nativeamericanacademy.com. Da werde ich, sobald ich Informationen aus den Reservaten habe, Bilder, Berichte, Zeitungsberichte, werde ich alles dort draufstellen. Also da könnt ihr alles nachlesen. And this non-profit organization supports solar power. Also Henry, seine Vision ist mit der Solarenergie. Buffalo. Die Büffel wieder auf die Weiden bringen. Das läuft schon, dieses Projekt. Das hat er im Jahre 2000 gestartet. Biological farming. Und biologisches Gemüseanbau. Tree planting. Bäume pflanzen. Also er hat heuer 33.000 Bäume gepflanzt. Letztes Jahr 25.000, das Jahr davor 10.000. Und mit 5.000 haben sie vor 4 Jahren angefangen. So jetzt wieder alles mini Vicioni, water is life, yeah. And one of our key things that also we do is to alleviate some of the poverty which is on the Pine Ridge. It's about 90%. Also was hier viele auch noch nicht wissen, ist also in Pine Ridge, ist ein Reservat in South Dakota. Da leben 48.000 Menschen, ein Lebensmittelladen. Die Preise doppelt so hoch wie im Schwarzenberg, in dem schönen Ort, wo ich lebe, in Vorarlberg. Doppelt so hoch. Also ein Glas Gurken kostet $5. 2 Tankstellen. Der Lebensmittelladen gehört einem Kalifornier. Weil in den Reservaten gibt es 4 Governments, BIA und keine Ahnung, was für ein A sie noch haben. Das heißt, wenn sie einen Kaffee machen wollen, müssen sie vor 4 Governments bezahlen, schmieren. Also darum gibt es da keine Wirtschaft. Und mir liegt es einfach am Herzen, weil die haben nichts. Ich kann hier auf die Straße gehen und sagen, hey, $5. Aber dort kommt niemand, der $5 hat. Und die paar Touristen, die da kommen, kaufen Made in China. Also ich meine, man muss es gesehen haben. Also wir fahren wirklich mit den Leuten in die Reservate. Wer das wirklich mal erleben will, also es ist die beste Schule. The Pine Ridge Organization is one of the 7 bands of the Lakota, the Oglala. Und die Oglala Nation, und die haben 7 Stämme. Und die Lakotas, die in Pine Ridge leben, sind ein Stamm davon. And ever since they killed General Custer. Und an diesem besagten 25. Juni, wo Crazy Horse General Custer erledigt hat, they have punished the Oglala Sioux. Und von diesen Tagen hat die amerikanische Regierung dieses Volk vernichten wollen. The Pine Ridge is the size of the state of Connecticut. Connecticut? Also ich weiß nicht, wie groß Connecticut ist, aber es ist ungefähr so groß. Which Connecticut is about the size of Vienna, okay, or es ist Austria. Ungefähr so groß wie, yeah, yeah. And they have one store. Yeah, I told that. For the whole place. And no bank. We also have a program that encourages tourism. That this December is our first trip
with the group from Europe to America. We encourage tourism to bring the economy up in the Pine Ridge. Also die Vision, die wir haben, ist im Dezember mit Leuten von Europa nach Pine Ridge gehen. Die haben bis zu minus 40, 50 Grad. Durch das, dass wir bei Henry Red Cloud leben dürfen, heißt es, wir bekommen Native Drama. Sie bekommen ein bisschen Geld. Die Leute, die die Decken machen, die den Schmuck machen, kommen ins Camp und wir dürfen sie von ihnen abkaufen und nicht made in China. Und das ist so unsere Vision. Und jetzt heuer gehen wir mal das erste Mal mit 5 Leuten und schauen mal. Und ich würde gern jedes Jahr gehen. I say I want to go every year. Well. And one of the other biggest programs that we have is we work with Sipigwa Khan, which is the 37th generation medicine man of the Lakota. Also ich habe hier auch Unterlagen dabei, da könnt ihr es euch anschauen. Das zweite Projekt ist Osetiwa Khan. Peter Ketches ist 37. Generation Medizinmann. Sein Großvater hatte die Vision von Osetiwa Khan. Das ist ein Schulungszentrum, wo die Kinder wieder die Sprache lernen, weil er sagt, wenn sie aufhören, Lakota zu sprechen, dann verlieren wir die Kultur. Und Cindy und Peter, also wir wurden auch getraut von Peter Ketches und wir werden dieses Jahr, wenn Peter Ja sagt, wieder ein paar trauen in Pine Ridge, Old Way, Old Lakota Way. Und ja, das ist das zweite Projekt, das wir haben. Yeah, because this is a very important program, because this is to bring back the language. Okay. Also es ist die Sprache wieder zurückzubringen. To alleviate poverty. Um natürlich gegen diese Armut zu kämpfen. And then we also have various other programs as far as giving kids shoes for winter, the blankets, to... Also ich mache immer wieder so E-Mail-Aussendungen, wo ich beschreibe, was im Moment angesagt ist. Und wie gesagt, jetzt bekommt jeder eine Spendenbescheinigung. Das Geld geht nach Osetiwa Khan, wenn es jetzt für dieses Projekt geht. Und meine Vision ist, ich will nicht einer, der mir 100.000 gibt. Ich sage einfach, was ist, wenn jeder einfach nur 5 Euro im Monat gibt? Und das sind 100 Leute. Dann kann ich jeden Monat 500 Dollar zu Cindy schicken und sie können wieder... Dieses Jahr haben sie 20 Jugendliche gerettet, weil sie sich umbringen wollten. Immer die Jugendlichen dort haben Diabetes, Alkohol und Drogen. Immer ich würde auch nichts anderes tun, weil immer da gibt es ja nichts. Immer da ist nichts. Und sie machen mit diesem Projekt, holen sie die Jugendlichen wieder zurück zu ihren Wurzeln. Und für das brauchen sie diese Schule. Das erste Klassenzimmer haben wir letztes Jahr. Das war dann so eine Kettenreaktion und das wurde letztes Jahr gemacht. Und jetzt ist aber durch das Standing Rock ist die siebte Generation aufgewacht und das ist die Prophezeiung von der weißen Büffelfrau. Jetzt wollen die Kinder wieder lernen, die Sprache. Jetzt bringt jeder seine kleine Schwester, seinen großen Bruder. Jetzt kommen auf einmal 30, 40 Kinder und die sind, die sagen, oh, immer in diesem Klassenzimmer, das hat die Größe von der Hälfte von dem Raum. Das geht nicht mehr. Und so, ja. Es liegt mir einfach am Herzen. And we should say Mini Vichoni Wani or Water is Life. Also Mini Vichoni, das ist Lakota und das heißt Wasser ist Leben. Wir sind im Wasser geboren. Wir kommen, ich meine, das ist Wasser, wir kommen ja. We were just in the Washington DC march protesting in front of the White House. Also wir waren auch in Washington DC, als der große Aufmarsch war. And during the freezing rain and the snow. Also wir hatten alles. Also es war zuerst Wind, also die Fahnen, man konnte sie gar nicht mehr halten. Dann kam der Regen, dann kam der Schnee und am Schluss war die Sonne. Yeah. Und die Elder haben gesagt, das ist das schönste Zeichen, dass es regnet, weil es geht ja um Wasser. Und es war wirklich kalt. Yeah, and as it is now, the breaking news, which is not on the major media, is that now that I spoke with Chief Red Cloud yesterday by phone. Also die Neuigkeiten sind jetzt, wir haben gestern, er hat mit Henry gesprochen gestern.
And the Lakota now are moving into South Dakota, now building camps as we speak. It's not on the news, maybe a little bit on Facebook, but it's getting ready to kick back off with the Keystone. Also, sie werden sich jetzt in South Dakota sammeln, die ganzen Nationen wieder, und werden jetzt gegen die Keystone Pipeline sagen, no way, Mini Vichoni, water is life. And at the moment we're also... Also das ist, gestern haben wir die Information bekommen, weil Henry macht die ganzen Solaranlagen, dass sie Facebook, Radio, Live-TV, Livestream direkt aus South Dakota haben. Also ihm haben sie die Facebook-Konto runtergefahren, mir eines, also ich weiß noch nicht, über welche Firma wir das machen, aber wir haben zu viel in Standing Rock gepostet. Yeah. Und so, Standing Rock. Mini Vichoni, what is life? So the solar units and the South Dakota, the Ogallala Sioux now are helping with the construction of the camps in South Dakota. They're going up now. Also sie werden sich in den nächsten Tagen rüsten, um dorthin zu gehen und die Solarpanels aufzustellen. So the new Standing Rock is now getting ready to kick off in South Dakota. Also die Lakota Nation, die ist zum nächsten Aufstand bereit. And we'll be there at the camps in December. Und wir werden natürlich dorthin gehen, weil im Dezember werden sie immer noch da sein. And then we... I have some. Weil was wichtig ist, was auch keiner in Europa weiß, es sitzen noch 800 Indianer in North Dakota bei diesen... How is the name of the sheriff? I don't know. Also der Sheriff hat 800 Indianer noch im Gefängnis sitzen. You're talking about the Morton County Sheriff. Morton, okay. Genau. Also es sitzen noch 800 Indianer, die Water is life, ja, yeah? Water is life, you know? Water is life, sie haben nicht gesagt. Yeah. White House Down, sie haben gesagt, Water is life. From city to city, from block to block. Die sitzen jetzt noch in den Gefängnissen, die Elderfrauen sind schon in Europa gewesen, zum Gelder sammeln, damit sie freigekauft werden können. Eine Frau hat das Augenlicht verloren. Die haben mit solchen Plastik geschossen auf die Elder. Water is life. Ja, also es ist wirklich unbarmherzig, was da drüben passiert. Eine hat die Wirbelsäule, also die ist querschnittgelähmt. Und dieses Apachen-Mädchen, der Sheriff, hat ja zweimal die Hand gebrochen. Die hat sich jetzt da tätowieren lassen. And I go on fighting. Und die Urbotschaft von Standing Rock ist, if we pray, we win. We win. If we fight, we lose. Also das heißt, wenn wir kämpfen, werden wir verlieren. Und wenn wir beten, werden wir gewinnen. Und drum, wann immer ihr eine Möglichkeit habt, zündet die Feuer an. Lasst dieses Feuer nicht ausgehen. And we do believe that we will win the battle. For sure. Also, wir werden daran glauben, dass wir gewinnen werden. Mini Vichoni! What it is like. And we will be there with a group this year in December from Austria, Swiss, Germany, and we will be. Water is life. Und wir werden heuer das erste Mal live dabei sein, also direkt im Camp, weil es ist, dort werden die Büffel wieder so gejagt. Also es sind auch die Indianer in Washington haben gesagt, ich habe das Leben des weißen Mannes gelebt. Ich wusste gar nicht, wie dieses Gefühl ist, diese Unity. Ein Büffel jagen, erlegen, zusammen die Gebete machen. Es geht egal, ob Indianer oder was auch immer, bei uns waren es die Kelten. Dieses Wissen ist auch verloren gegangen. Es geht jetzt wieder, dass wir Hüter der Erde werden, nicht Zerstörer. Und es, ja, if we pray, we win. Wenn wir beten, gewinnen wir. Yeah, because it's also our plan to go to a couple weeks to the front line. in Keystone in South Dakota this year, we're going to make some time to go out to the front line. Ich bin dann im Gefängnis. Get some pepper spray. Get some pepper spray, some rubber bullets, you know, this type of thing. other things we want to think about is we started a Native American spiritual camp in Nuremberg and one in
Nürnberg, one in Hungary, right? Yeah. That's coming up. Also, was wir auch noch machen, ist natürlich, wir unterrichten den indianischen Weg. Und wir haben ein Camp in Nürnberg und in Ungarn gemeinsam aufbauen. Und da unterrichten wir so, wie er es von seiner Großmutter gelernt hat. Das heißt, zu allen vier Jahreszeiten draußen. Ich koche am Feuer, Indian Bread, und also ich kann inzwischen das Reh und das Wildschwein sehr gut kochen. Alten Weg, 3 Tage über dem Feuer und so. Und da unterrichten wir einfach diese alten Techniken, so wie er es von seiner Großmutter gelernt hat. Also Schlafsack, Isomatte, Taschenlampe, das ist dann so, was wir brauchen. Okay. Yeah, so we're starting a new camp in Hungary, which is centrally located from Vienna to Graz, so you can drive from either area within 2 hours, give or take. Also wir hatten jetzt das Glück, einen Platz in Ungarn zu finden, wo also so, ich schätze mal, 170 Kilometer von hier. So it's like in the middle between the two. Und es ist zwischen Graz und Vienna, so, Wien, so, ja, schauen wir mal, wer sich meldet. Yeah, so we teach Cherokee spirituality, but we also do teach some Lakota, some Navajo. Also durch das, dass er natürlich sehr viele mit sehr vielen Indianereltern zu tun gehabt hat, kennt er natürlich Navajo, Lakota, Cherokee sowieso, kennt er natürlich sehr viele Zeremonien. Und auch Wege, Einstellungen, Lieder, also da gibt es ja sehr viel, was man lernen darf. Weil es geht ja um das, dass man den Weg lebt, und nicht, also den Weg geht, lebt. Ja. Also, ja. Yeah, I've been working in back and forth from America to Europe for about 16 years now. Also er arbeitet seit 16 Jahren immer zwischen Amerika und Europa. And when I travel, of course, I do tours with other Native Americans. We bring medicine men, we bring medicine women, we bring... Also er hat auch immer wieder verschiedene Medizinmänner, Medizinfrauen nach Europa gebracht. Und ja. Dancers. Ja. Singers. Wir würden gerne eine Tanzgruppe nach Europa bringen, aber es sind einfach 6 Flugtickets. Und das ist... das. So, und wenn die Tänzer, also die Trommler und die Tänzer, dann sind das 9 Leute. Und das muss man natürlich zuerst schon mal auf die organisieren. Ja, yeah, we've started on Thursday. Usually most of the time, we sometimes have once a month or once every 2 months drumming circles. Also wir machen auch so Drum Circles, wo wir die alten Lieder lernen. To teach the language, ja, with the songs. Also auch die Sprache, die Bedeutung und natürlich den Rhythmus dazu. Because I had noticed a big difference with the Europeans when they do shamanic music from the native, because normally we use song with also the drum. Der Weg von den Indianern ist natürlich, dass sie über die Songs auch die Weisheit weitergeben. Because there is a connection between the spirit and the soul and all of that, so it goes together only when there's real music. Und es gibt einfach viele Dinge, die man natürlich nur über die Musik und auch über das Herz, den Spirit, den Soul, das kann man alles nur so zusammenfassen eigentlich am einfachsten über ein Lied. Maybe you sing another. Yeah. So anyway, and we have also another wellness program, you would want to say it might be wellness or health, called Hasuni, but normally you can look on the internet for that. It's a 8,000-year-old tradition. Also das andere Programm ist eine 8,000 Jahre alte, er nennt es Wellness, okay, well, wellness. You could say native wellness because it involves wellness. Ja, es ist native wellness, indianische Wellness, yeah. Feuersteine. Dampf, heiß, kalt. Yeah, but they've never seen nothing like this before. Yeah, also das habt ihr sicher noch nie gesehen. Ja, das stimmt. Yeah, absolutely not. But yeah, we have this couple times a year. Also das machen wir ein paar Mal im Jahr. Yeah.
Other than we have the other traditional ceremonies like sweat and natürlich Schwitzhütten, medicine wheel, Visionssuche, animal communication, Tierkommunikation, soul retrieval. But all of these ceremonies that we do in the native way are much stranger than what you have in European way. Also der traditionelle Weg, du musst die Leute vorbereiten. Also das kann ich bestätigen. And yeah, so it's not so easy. I mean, when we do vision quests, also they can be very extreme. Also die Visionssuchen natürlich auch, die sind, ja, je nachdem, was der Mensch halt braucht. Do you have any other non-profit stuff that you want to talk about? Anything else? I don't know. Oseti Wakan. Also Cindy und Peter, die haben 16 Jahre gebraucht, um ein Land zu bekommen, was seinem Urgroßvater gehört hat. Crazy Horse. Die haben 16 Jahre, also seine Frau, die Cindy, die ist Cherokee-Halbblut, die hat 16 Jahre mit der Regierung gefightet, damit sie das Land bekommen und 7 Jahre, damit sie ein Haus bauen dürfen. Und sie gibt alles für die Lakotas und das da, das sind die Schulbücher, die sie jetzt in den letzten 20 Jahren mit ihrem Mann, Peter Catches, von der 2. Schulstufe bis zur 8. Klasse haben die jetzt Schulbücher gemacht, die nach dem alten Medizinrat die Kinder unterrichten, dass sie wegkommen von den Drogen, gesund. Und das ist alles aufgebaut nach dem Medizinrat. Also es ist genial. Und das hat es mir erst geschickt vor einer Woche. Und das ist jetzt so das, wo mir so am Herzen liegt, weil ich sage, jemand, die hat ihr Herzblut gegeben. Und ja, ich würde dieses Projekt einfach liebend gerne unterstützen. Also ich habe jetzt auch wieder ein paar hundert Dollar überwiesen. Die sind dankbar für alles. Also ich rede nicht von Millionen. Und die kann sofort, wenn sie ein bisschen, $300 ist für die ihr Vermögen, da können sie wieder Schulbücher kaufen für Kinder, Essen. Es ist einfach, ja, auf der Seite habe ich, sobald ich Fotos bekomme, also so die Indianer sind auch nicht so schnell im E-Mail-Verkehr, also das muss ich auch dazu sagen. Das dauert immer ein bisschen, aber ich, sobald ich Informationen bekomme, werde ich die natürlich auf diese Seite geben. So you mentioned your website, so they can take a look at it? Ja, das habe ich eh schon gesehen, oder? NativeAmericanAcademy.com. Yeah, I mean, there you'll find most of the information on the nonprofit. Also, die wird aktualisiert. But we can talk a little bit about medicine. I'll give you a good idea. I mean, a lot of people, you just can't believe like a lot of stuff you see, right? Also, möchte jetzt ein bisschen über die Medizin reden und ja, damit euch auch zeigt, was so der Unterschied von der Gedankensweise ist. I'm going to give you a good idea of where I come from. Also wird euch jetzt etwas erzählen, wo ihr herkommt. I'm going to give you just quick phrases. Okay. Forever living oil made by Gary Young. And they call this the raindrop massage in Europe. Also es gibt hier was von what is the name? Gary Young. Gary Young. And the massage technique is called raindrop massage. Regentropfenmassage. And it was supposedly sponsored by grandfather Wallace Elk. Und das kommt, das wurde von Alice Walk Elk in die Wege geleitet. It's hocus pocus. It doesn't exist. And I'm going to tell you, es existiert nicht. The raindrop technique that they sell in every massage shop everywhere here in Europe. Also es geht auch um das Aufwachen, zu auch erkennen, was sind die wirklichen indianischen Methoden. Und redet jetzt von der Regentropfenmassage. The Lakota, and I knew Wallace Elk because he happened to be one of the teachers. Also kennt Wallace Elk, weil war einer von seinen Lehrern.
When you make your own oil, you make your own oil when you do raindrop technique. Und wenn man die Regentropfenmassage macht, dann macht man sein eigenes Öl. Of course you can buy the resin and all of that from other people, but you make your own oil. Also es beginnt dort, dass man zuerst mal das Öl selber herstellt. So that's one of the misconceptions that's done by native people all over the world. Und es ist immer wieder auf der ganzen Welt immer wieder passiert, dass etwas missverstanden wurde, was die Natives gemeint haben. But it hurts the natives. The reason why is because the natives don't get any money from it. Weil die Indianer natürlich da auch immer wieder versuchen, auch ihr Recht einzuholen. Und das ist auch dieses, was natürlich im Rest von der Welt auch geschieht, dass sie dort genauso ausgenutzt werden. And me and Henry Red Cloud had actually wrote a book together. Also Henry Red Cloud, right? Und Erhard, also es ist eigentlich ein Gespräch, das stattgefunden hat, als wir vor 2 Jahren im Dezember in Pine Ridge waren, wo sie über die Schwitzhütte reden. Based upon the sweat lodges, right? The sweat lodge market, as we had done in a marketing analysis. Also sie haben dann so ein bisschen auch den Markt angeschaut. Was about $50 million a year. Da ging es um 50 Millionen, das so Euro, das im Jahr umgesetzt wird in Europa ungefähr für Schwitzhütten. Without any money going back to the Lakota. Und auch Henry hat gesagt, ich meine, da geht ja, fließt ja nichts zu uns zurück. And we thought, well, the church gets money, everybody else gets money, but the Lakota get nothing. Und dieses Buch, das beschreibt halt dieses, was ich da besprochen habe. Die Kirche bekommt Geld und die Lakotas bekommen nichts zurück. Und da ist der 10. Teil. Da geht es ja nur um den 10. Teil. Mehr wollen sie ja nicht. Und sie wollen, dass die Leute auch kommen zu ihnen und es auch dort lernen. Und dann, ja, über das haben sie ein Buch geschrieben, dass einmal auch die andere Wahrheit geschrieben wird. Weil es ist ja... Yeah. So, me and the chief got together on the Pine Ridge Indian Reservation and put a book together. Yeah. With also your help. Yeah. Das Buch ist in Englisch und Deutsch, somit können wir and ein bisschen mehr erreichen. And it's on Amazon. Und ich habe das wortwörtlich übersetzt, das Gespräch. Also so wie Sie es gesagt haben, habe ich es niedergeschrieben. And basically all in an eggshell, it says, if you're going to make a sweat lodge, just give some of it back. So im Endeffekt geht es ja nur darum, dass der 10. Teil einfach irgendwo hinfließt. Oder wenn das, dann können sie drüben wenigstens was aufbauen. Ja. Yeah. I mean, that's the thing that we emphasized on, because it's like, they use the people's name. It's like when you go in the Black Hills, you'll see Indian Hotel, Indian Food, Indian Jewelry, but there's no Indians. Das ist zum Beispiel, wenn man in die Black Hills fährt. Also Pine Ridge, das kannst du euch so vorstellen. Da gibt es einen Highway, ja? Dann irgendwann musst du mal links fahren. Und dann fährst du 100 Meilen in die Richtung und 100 Meilen in die Richtung. Du musst aber wissen, wo die Abzweigung ist, weil, ja, okay, die neuen Navis, die finden es. Und dort im hintersten Winkel sitzen die Lakotas mit ihrem Lebensmittelladen und mit ihren 2 Tankstellen. Dann fährt man aber auf dem normalen Highway zu den Black Hills, wo auch die 4 Ölgötzen da oben, also ich weiß nicht, wie sagt man die 4 Präsidenten da? Mount Rushmore. Ah ja, ich sage immer die Ölgötzen. That's that spirit power, you know. Yeah, I know. I don't like that place. So anyway, what we're trying to say is the Lakota are basically getting sold out. Also, was auch Henry sagt, ist, sie wurden ausverkauft. Also zuerst das Land gestohlen, dann den Namen, jetzt die Zeremonien. Also in den Black Hills, I have to finish that. Wenn man in die Black Hills fährt, das gibt es dann Crazy Horse Saloon, Red Cloud Saloon und wieder die Weißen sind dort, die das Geld machen mit ihren Namen. Also das müsst ihr echt einmal gesehen haben. Also ich habe nur noch geheult.
Also das muss man wirklich anschauen. Das glaubst du ja nicht. Ich habe gemeint, was ich will nicht, du Tippi und so, oder? Nix. Ja, das muss man gesehen haben. Aber ich glaube daran, dass man es verändern kann, wenn jeder ein bisschen was gibt. I think that you can change it if everyone give a little bit. That was the whole concept. Mm-hmm. And that's what's not happening here in Europe. And Europe is the biggest place for it, mm-hmm. because the abuse is the biggest in Europe than it is anywhere in the world. Statistically, it is. Because they don't have so many. In Japan, they have like 4 sweat lodges. So that's how statistically it is. Yeah. And here you've got one every 20 miles. So it's a big difference. Giving and taking. Giving and taking. So that's basically one of the things that we try to do is to say, okay, because the people of Lakota are people of love, people of peace, and it's to share, but... Die Lakota sind auch, ich meine, das sind Leute, die laden dich an den Tisch ein, die sind total offenherzig, und in dem Moment, wo du mit ihnen am Tisch sitzt, bist du in ihrer Familie aufgenommen. Und die leben das auch. But you have to look at it from the things that I have seen. I have seen the natives have nothing. It's like, it's a profiteer. It's like, you say, okay, these poor people, 40,000 can live on the reservation. They have no shoes, they have no firewood. Also, es geht um das, er sieht es natürlich schon viele Jahre. How long you work, see this already, 20, 30 years? Yeah. Also, er sieht natürlich diese Armut schon seit 20, 30 Jahren, und er sieht, dass sich nicht viel verändert hat. But it's okay to use their way of life to earn a big living out of it. It's not, I don't think that that's right. Und darum haben sie auch dieses Buch geschrieben, um da einfach ein bisschen ein Aufwachen bringen. And the other thing there is with the Lakota way is that there is a protocol. Der Lakota Weg ist ein sehr protokollierter Weg. Also ein Beispiel, ein Beispiel. Peter Catches hat heuer den 42. Sonnentanz in Folge gemacht. Also er ist einer der wenigen, der so viele geschafft hat. Und sein, wie nennt man das, Enkel, mhm. Grandson, Enkel, der hat jetzt 8 Jahre dabei sein dürfen. Und heuer war jetzt das erste Jahr nach 8 Jahren watching, beobachten, schauen, hat er die Kraft, dieses zu übernehmen. Und der wurde heuer initiiert, dass er der Sonnentänzer werden darf, der er ist. Aber da geht es um 8 Jahre strengstes Protokoll. Also das ist schon das, was man wissen will. Das kann man kann nicht Schamane über Nacht oder über ein Wochenende werden. Das gibt's nicht. Und der Lakota-Weg ist noch strenger. Ja. Weil, ja, da gibt es ein Protokoll. Also das geht Schritt für Schritt. Und das erste ist natürlich die Sprache. Ich kann nur Mini-Wicholi. Well, I give you a good example. You know, I was raised by my grandmother, who was a medicine woman, and I worked when I was a teenager as a midwife. Also ein Beispiel, er wurde von seiner Großmutter, die eine Medizinfrau war, 16 Jahre unterrichtet, und er ist eigentlich eine Hebamme. Tell the story. And I lived in a cave. Also er hat in den Höhlen. And for me, it took, before I could do my first sweat lodge. Also bevor er seine erste Schwitzhütte machen durfte, I had to talk with the fire for 5 years. Hat er mit dem Feuer sprechen dürfen, mit dem Feuer 5 Jahre sprechen. So that's pretty much the discipline that you have to have to... Also das ist so die Grunddisziplin, dass man sich das ungefähr vorstellen kann. Yeah. What is with the stone? You have to talk with the stone. No, how you had to bring always the stone to the man. This is a funny story. Which one? How long you had to search these little stones until she said. Oh, you mean the little ant stones? Yeah. Also, as you have so. Okay. Tell the story. All right.
Also er erzählt jetzt eine kleine Geschichte, was für Geduld, dass man da braucht, um das überhaupt lernen. In order to be a sweat leader, you have to have the ants carry the stones, and you have to collect them from the ants that carry them. Also seine Großmutter hat gesagt, das Erste, was er lernen muss, wenn er überhaupt einmal eine Schwitzhütte leiten muss, er muss diese kleinen Kieselsteine, die von den Ameisen getragen wurden, sammeln. Yeah, this is another process of why it takes so long. Und das hat natürlich, das kannst du euch vorstellen, er durfte nur die Kieselsteine sammeln, die von Ameisen getragen wurden. And how many you had to get? 105 Kieselsteine. Also yeah, because the numbers, everything in native numerology means something. Also in der indianischen Tradition ist natürlich die Numerologie sehr. Yeah, also 105 represents the trees that are original to North America. Und 105 ist die Zahl, wo also so viele Baumarten gibt es in Nordamerika. So, and in order to be a medicine person, you never, ever, ever can know everything. Also auch als Medizinmann kannst du niemals, also never ever, also niemals kannst du alles wissen. So after you're done with 20 years, you're only an apprentice. Also nach 20 Jahren bist du schon mal einfach, ja. Bitte? Ein Lehrling. Ein Lehrling, ja. You're still learning. After 20 years, it's like me. I mean, I passed the 20-year mark, but you still not learn everything. It's also auch er kann es von sich bestätigen, nach 20 Jahren, du weißt eigentlich so gut wie nichts. Und doch weißt du ein bisschen was. Ja. My adopted stepfather is actually the relative of Sitting Bull. Also sein Vater, der ihn adoptiert hat, ist der Grand. Yeah. Ja, von Sitting Bull. Also er ist aus dieser Linie. And my his daughter und seine Tochter was married to Rolling Thunder, which was the medicine man of the Cherokee Nevada tribe. Also ich habe auf der Non-Profit Seite ein paar interessante Videos. Also schaut mal die Videos von den Reservaten an, da ist auch Rolling Thunder. Und die Tochter von seinem, also von He Who Knows, war die Frau von Rolling Thunder. And my grandmother was my great-grandfather's chief doublehead from Kentucky. Also sein Großvater war der Chief Doublehead. Yeah, of Kentucky. Von Kentucky. And there was a place called Wazoo Falls where we had about 35 were killed at that time. Also dort gibt's auch einen Platz, wo 35 gekillt wurden. I mean, a lot of you probably don't know about Daniel Boone and all these stories about the South. You don't hear about that. And kennt jemand die Geschichten, die in Kentucky passiert sind mit den Cherokees? Das ist Lakota. Wounded Knee ist in Pine Ridge. Das war das Massaker, ja. Nach Custer, nachdem sie Custer wurde, sechs Monate später. Das war in My great grandmother was on the Trail of Tears. That also was from. Großmutter, die war noch auf dem. Das war damals. Da haben sie die Cherokees von Kentucky nach Oklahoma laufen lassen. Also es gibt ja bei uns den Jakobsweg und da gibt es den Trail of Tears. Und da sind, glaube ich, 125.000 Cherokees. I think one of the most important, valuable things to highlight for Europeans, it wasn't until the 1979 that we could practice the sweat lodge. Also, und es hat auch ihn betroffen, als er gelernt hat. Also in Amerika, wenn ein Indianer bis 1979 ist er bis zu 10 Jahre ins Gefängnis gekommen, wenn er indianische Zeremonie gemacht hat. Das weiß fast keiner. Er musste, also nicht mal seine Mutter wusste, dass seine Großmutter ihn unterrichtet. Also die haben sich versteckt so in that's den only Höhlen. Been what? 79, ich meine, hallo, das ist 20. Jahrhundert. Ich meine, mir hat fast der Schlag getroffen, aber es steht auch alles auf der Non-Profit. I mean, this is a big significant thing. Because in Europe,
they're always saying Indiana, sweat lodge, or whatever, or medicine wheel. And then they go to the natives, but on the native reservations, they weren't allowed to practice their religion until 1979. Also es war bis 1979 nicht erlaubt. Also Rolling Thunder, so, He Who Knows, die haben alle $5,000 Gefängnis. Rolling Thunder wurde, ich kenne auch einen Mexikanischen, der war im Gefängnis und der hat dort angefangen, Schwitzhütten zu machen und den haben sie rausgeworfen, weil sie gesagt haben, der Spirit ist ihnen zu high. So und, die sind in den Gefängnissen gewesen. And so the only Native Americans that really got it is the ones that are the elders that are have stayed hidden. Also die, die es gemacht haben, da gehört natürlich auch Peter Ketches dazu. And den findet keiner, wenn er nach Pine Ridge geht. Das ist so versteckt, das findest du nicht. Und die haben sich alle verstecken müssen, die Elder, damit sie diese Tradition bis heute erhalten konnten. Und jetzt sind sie wieder bereit, es zu teilen. All right, so you can look into that history. We're going to sing another song and then... Okay, er wird euch singen. Er wird jetzt zu Ehren Mini Vicioni, ja? Jetzt schließt eure Augen und jetzt senden wir... Standing Rock! Standing Rock, eure Liebe zu den Indianern, die sich jetzt für die nächste... Pipeline rüsten. Lakota vanie hoba we yo we ya. Lakota hoba we yo we ya. Yo we ya 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 ya. Woo! Water's life. What is that? Yeah, also ich hab hier, wenn es jemand interessiert. Yeah, you can give them a card and all that. So. Was muss ich tun? Oh, ja. Yeah. Yeah. Also danke fürs Zuhören und ja, yeah. Zusammen sind wir stark. We stand with Standing Rock. Ja, danke an Sabine und an unseren Medizin Törtelmann. Ich habe einen Gast neben mir. Wie hat dir der Vortrag gefallen? Ja, ich habe das heute sehr beeindruckend empfunden, was ich da gehört habe, und es hat mich sehr berührt vom Herzen her, was es so gibt in unserer zivilisierten Welt, wirklich. Ja, sehr viel Mitgefühl. Ja, kann man auch nur haben, und da sieht man wieder, wie so sozialen Medien wie Facebook einfach Profile löscht. Ich habe diese Videos verfolgen dürfen. Ja, und es ist traurig. Lass mal einfach mal heute so stehen. Das war der erste Tag hier beim Medienfestival, das zweite natürlich beim Heiligszauberpark Monte Madre und Okidok natürlich zusammen. Morgen geht's dann los mit Dagmar Neubronner um 10 Uhr, glaube ich, war das. Aber ihr seht's, wie früh ich aufstehen darf. So sage ich mal hier. Euch einen schönen Abend. Momentan parallel läuft Jutta Belle und Bernd Frank vom Homerhof Heiligenstadt ist auch da. Und da werden gerade die Agnihotra-Feuers ganz sicher jetzt brennen. Und 108 sollen es heute sein, zumindest, mindestens 108. Und da werde ich jetzt rausschauen. Ich sage einen ganz lieben Dank an euch. Morgen ab 10 Uhr circa sind wir wieder für euch da. Alles Liebe, Grüße, Baba, pfiat euch und ja, macht's einfach gut. Bis dahin. Ciao, ciao.